Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt stehe ich genau vor dir, Thilo. Ich gehe jetzt mal in die andere Richtung. Unhöflich. Wie unhöflich. Wo ist meine Maus? So. Also, jetzt stehe ich am Bildrand hier im Weitwinkel und das trägt mir gar nicht zu. Man könnte denken, daran ich liegt's. Wäre beleibt. Einen wunderschönen guten Abend hier. Thilo, wie fühlt sich das an? Fünfmal in Folge live, jeden Abend also. Oh, langsam kriegen wir Routine, würde ich sagen. Langsam kriegen wir Routine mit Panik. Darum geht's. Also ich glaube, die Helligkeit ist noch sehr unterschiedlich. Wir können, glaube ich, die ganzen Kameras noch mal ein bisschen anpassen. Also, erstmal ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen freien Fotoshooting. Wir haben hier aufgebaut, es wird gleich losgehen mit dem Fotografieren. Thilo ist am Chat. Jawohl. Und wir haben hier auch die Monitor, die Kamera schon aktiviert. Hier ist sie. Wir werden gleich wirklich Food Photography ausleuchten. Also es geht um Lichtsetzung, es geht um Fotografieren. Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir noch so ein bisschen die Sachen erzählen, die wichtig sind und die zu erzählen sind. Thilo ist gerade abgelenkt, ne? Ja, aber gleich nicht mehr, keine Sorge. Thilo hat gerade folgendes Problem, und zwar durch unser komplettes Schnittsystem, wo wir gerade mit dem Laptop, mit dem ZBook 3 Monitore ansteuern, ist die Darstellungsgröße so blöde geworden. Ja, jetzt muss es einfach runterklappen. Genau, einfach auf den Fall runter. Dass er das Fenster nicht mehr verziehen konnte. Hä? Okay. Moment. 250% sollte reichen. Ja, sind's. Ehrlich? Ja. Dann ziehst du mal runter ins andere Fenster. Er müsste es eigentlich neu. Ja, das ist nämlich auch doof hier. Ich hoffe, man sieht das. Es gibt nur die drei Symbole. Man kann nirgendwo. Ja, man hat keine Taskleiste mehr, ne? Das ist knifflig, aber ich krieg das hin. Das hat jetzt nichts mit Lumix oder sonst was zu tun. Das hat was mit unserer Darstellungsgröße von Windows zu tun. Ja. Die drei Symbole verdecken gerade die Taskleiste und wir können es nicht verschieben. Hast du jetzt hinbekommen? Ja, gleich bestimmt. Moment. Ah, es gab doch hier so ein. Nee. Ja. Okay. Ach, mit Linux wäre das nicht passiert. Mit Linux wäre das nicht passiert. Ja. Soll ich mal probieren, Thilo? Und du sprichst? Ja. Komm, ich probiere das mal. Okay, probier das mal. Ich bin gespannt, wie es bei dir funktioniert. Aber du musst in der Zeit moderieren. Du musst auch in den Chat gucken. Wichtig dabei ist vielleicht, wer jetzt auf YouTube guckt, aber ich glaube, es steht auch eingeblendet überall, den Chat können wir quasi nur bei uns auf dem Blog mitlesen. Beziehungsweise so machen wir es. Deswegen, wenn jemand Fragen stellen möchte, während diese ganze Sache hier läuft, was wir machen, wie wir es machen und warum, bitte dann über den Blog gucken, weil da habe ich ein Auge auf dem Chat. Ja, hast du es jetzt geschafft? Ah, ja. Guck. Aber ich weiß nicht, also jetzt kann ich es auf jeden Fall bewegen. Jetzt nicht mehr. Ehrlich? Moment. Das kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Wenn jemand Tipps hat, schnell auf den Blog und in den Chat schreiben. Ey, jetzt ist das auf 125, Moment. Ah, guck mal, jetzt ist das Zeichen sogar außerhalb des Fensters. Das ist ja witzig. Was soll denn das? Irgendwelche Windows-Fachmänner im Chat. Jetzt hast du es größer bekommen. Ich will es eigentlich erstmal nur runterziehen. Ach so, okay. Haben wir überhaupt schon gesagt, worum es geht? Ich glaube nicht, ne? Nee. Heute geht es um Food Photography. Das heißt, schönes. Ah, doch, das hatte ich gesagt, Thilo. Ah, siehst du, da habe ich dir nicht zugehört. So, weißt du was? Ja? Du behältst es einfach bei dir auf dem Desktop, du kannst es eh nicht mehr bewegen. Okay, gut. Und wir haben ja alles, was wir brauchen, haben wir ja eigentlich. Okay. Also, hier, du kannst ja auch die Kamera einblenden, ne? Also, sogar wenn ich ins Menü gehe, das kriegst du ja auch, ne? Ja, okay. Wir haben sogar Live-Kamera, also dann müssen wir halt einfach die Einstellung so einblenden. Oh, das geht nun ja auch. Ist der Ton weg? Nein. Nein, das ist kein Ton weg. Das glaube ich nicht. Also, was wir kurz sagen müssen ist, wir machen das Ganze ja jetzt gerade hardcore-mäßig zu Zeiten von Corona und wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns, bis wir alle wieder vor die Türe dürfen. Und deswegen haben wir uns diese ganzen Seminare und Abendscoachings ausgesucht und haben heute auch dieses aufwendige Fotoshooting hier geplant. Wo kann man das denn reinstellen, Thilo? Steht's auch. So. Boden. Und was man natürlich auch noch sagen muss, ist einen ganz lieben Dank an Z by HP für die Unterstützung, dass wir hier kostenlos so Tutorials anbieten können. Auch das können wir ja irgendwo. Stellst du meinen Füßen. Reinstellen. So, das fällt jetzt bestimmt gleich um, Thilo. Das könnte sein, ja.
So, gut. Also, wir haben drei Sets geplant. Drei Sets. Es könnte eine Stunde gehen, es könnte auch anderthalb Stunden gehen. Es geht um Fotografie. Unser erstes Set, da habe ich mir was ausgedacht. Und zwar, Thilo. Ja, jetzt ist er weg. Okay. Er hat sich was ausgedacht. Ich weiß es selber auch noch nicht. Bei der Food Photography sucht man ja immer gerne nach Farben. Und ja, jetzt haben wir hier uns drei ausgesucht. Das sind gefriergetrocknete Himbeeren zerrieben. Dann ist das einmal Salz? Nee, das war Knoblauch. Was? Knoblauch, genau. Weil Knoblauch ist nicht so weiß wie Salz. Oh. Und es ist ein bisschen gräulicher. Also und so ein bisschen gelblicher. Und dann ist es einmal das Matcha. Aus was ist Matcha? Das ist grüner Tee. Grüner Tee. Ja, ja. Einfach sehr fein zerrieben. Und wir wollen das Ganze jetzt entsprechend in Szene setzen. Und wir wollen dafür eine Technik einsetzen, die nennt sich Top Shot. Jetzt müssen wir natürlich erstmal unsere Kamera, by the way, eine Panasonic Lumix S1R mit 24-70 Lumix S-Objektiv. Also hui, 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 das wären heute scharfe Fotos. Die müssen wir erstmal in Position bekommen. Und das machen wir über das Stativ. Thilo? Ja? Mal helfe mir. Soll ich hier aufdrehen? Was? Nee, hier. Was? Achso. Höher machen. Erstmal höher, gut. So. Was gab es denn schon für Fragen? Ich wette, der eine oder andere hat gefragt, wie wir immer Produkte fotografieren oder Tabletop oder Stilllife. Und er hat sicherlich, Thilo, ja, hier nach dem Ding gefragt, oder? Nach dem Dingens? Oder nach dem Dingens? Nach dem Dings. Wo bist du denn bei der Sache? Entschuldigung, ich Ton und so. Okay. Nein, ja, noch nicht. Entschuldigung. Okay. Top Shots. Also, ganz kurz. Hier haben wir aufgebaut eine Sache, die wir sehr häufig machen. Und zwar ist das ein... Thilo, wir können das mal runterlopfen. Hochnehmen. Ja. Achso, das? Das hältst du? Ich hab's, ja. Ja? Ich hab's. Hast du es wirklich? Ja, ich hab's. Gut. Also das ist im Grunde genommen die Konstruktion. Das sind so Heavy-Duty... Böcke. Nennt sich die Böcke, ne? Ich denke schon, ja, so Holzböcke, ne? Und da haben wir einfach Holzplatten. Und die Holzplatten kaufen wir immer in regelmäßigen Abständen wieder. Das hat nämlich auch einen Grund, dass wir Holzböcke benutzen und Platten, weil dort kann man ganz oft mit Schrauben auch Dinge befestigen. Also, Thilo, wie kann man das... Also, wir nutzen das im Endeffekt wie so eine Untergrundplatte, bis sie halt so zerbohrt ist und so zerlöchert ist, dass man sie nicht mehr nutzen kann. Ja. Und da kann man sehr viele Sachen sehr einfach und sehr schnell fixieren. So. Und ist halt sehr flexibel in der Breite und so. Ne? Genau. Wenn man das jetzt mit Tisch machen würde, wäre man ja auch irgendwie limitiert. Und das... Du hast erstmal schwarz? Entschuldigung. Ja, ich nehme erstmal schwarz. Okay, dann stelle ich das erstmal hin. Das Ding ist auch, dass diese Böcke unfassbar variabel sind. Die kann man also hoch machen, runter machen. Bei Topshots, ehrlich gesagt, bin ich der Meinung, braucht man gar nicht so weit hochgehen. Weil, wie gesagt, man möchte ja eigentlich gar nicht zu weit hochgehen. So, jetzt kommt der Trick. Man braucht im Endeffekt ein Stativ. Und jetzt bitte nicht fragen. Wir haben heute ein extrem schwieriges Setup aufgebaut, nicht wahr, Thilo? Mhm. Man braucht normalerweise zum Fotografieren nicht diese Kombination. Du meinst jetzt mit Monitor und so? Genau. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, denn wir brauchen jetzt ein Gegengewicht. Moment. So, jetzt fahren wir die Kamera hier rüber. Ich schlinge mal kurz das Kabel drum, dass es nicht im Weg ist. Und jetzt müssen wir so ein bisschen das Stativ vom Umfallen schützen. Übrigens, ich kriege meinen Monitor hier hin, weil dadurch, dass wir tethern und das HDMI-Signal abgreifen, haben wir keinen aktiven Monitor mehr. Also ganz ruhig, liebe Zuschauer. Normalerweise hätte man jetzt das aktive Bild von der Kamera, haben wir aber leider nicht, weil wir eben, wie gesagt, gleichzeitig alle Daten abgreifen. Die Kamera tethert gerade in den Computer rein, das Live-Bild, und gibt gleichzeitig noch ein voll unkomprimiertes Live-Bild aus, hier über den Atomos. So, Sicherheit als erstes. Gegengewicht. Das Stativ kriegt ein Gegengewicht. So, Thilo, damit du musst mehr umfällt, Fragen stellen. Was ist das für ein Gewicht? Was ist da für eine Klammer? Was ist da für ein Kabel? Warum ist das orange? Warum ist das orange? Ich glaube, die Frage stellt sich nicht. So, jetzt haben wir erstmal unser Grundsetup. Thilo kann die Einstellung an der Kamera verändern. Das kann man leider nicht sehen, weil wir das Fenster nicht hochbekommen. Ne? Ja, genau. Das was war sagt das der Chat? Anfang. Hallo zusammen. Okay.
So, jetzt kommt meine Idee wieder zurück. Vielleicht machen wir das Ganze erstmal ein bisschen basic ausgeleuchtet. Wir stellen das Ganze hier hin. Mhm. Und jetzt haben wir ja noch kein Licht gesetzt. Wir brauchen Licht dazu. Und da kommt jetzt was ins Spiel? Ja, eigentlich unsere schönsten, also würdest du auch behaupten, oder? So, es gibt wenige Sachen, mit denen wir lieber spielen, oder? Das stimmt, ja. Aber es ist, genau. Ist ein LED-Panel. Ein großes. Aber nicht irgendeins. Es ist halt ein sehr flexibles LED-Panel, was eher aus dem Videobereich kommt. Und wo man im Endeffekt hier auch die Wabe vorne hat. Nennt sich in der Fachsprache, glaube ich, LEDGO LG oder L160. Oh, kann man nachgucken. Ja. Ja. Das Besondere, haben wir irgendwo ein Kabel hier? Du musst mir, glaube ich, mal ein Stromkabel holen. Stromkabel, ja. Ein Verlängerungskabel. Das Besondere an diesem LED-Panel ist relativ simpel zu erklären. Und zwar, es hat schon eine sehr diffuse Fläche vorne. Und es braucht eigentlich für viele Dinge keine Softbox mehr. Es ist unfassbar hell. Es ist so stark hell, dass man auch bei Tageslicht mitarbeiten kann. Und es hat eben hier, auch die entsprechenden Bedienterminals für alle möglichen Einstellungen. Wir können das auch gleich nochmal genauer angucken. Wir werden jetzt gleich nur das Kabel aufgerollt CCT brauchen. Tilo. Ja, so eng Kabel hier, bei Kronen, wenn man es nicht selber macht. So. Gleich habe ich es. Moment. 10 Minuten später. Ist nämlich gar nicht ein Kabel. Es sind zwei. Siehst du, ist es nicht effizient, dass jemand einfach so zwei Kabel hängen kann? Ja, stimmt. Wenn man dann zwei braucht, zack, mit einem Griff. Also, ich glaube, man weiß ja gar nicht, wie oft wir irgendwie Produkte fotografieren. Ne? Das ist echt viel zu oft. So, hier geht's an. Und dann geht das Panel auch an. Und das Schöne daran ist es zum Beispiel, dass man jetzt hier sieht, ich weiß nicht, muss man noch ein bisschen neigen, damit es weniger reflektiert. Ja, so. Okay. Wow. Ja, so. Dass man jetzt an dem Level die Einstellung machen kann. Geh mal näher ran ans Display, viel näher. Ja? Ist völlig egal, völlig egal. Nur das Display. Ja? So. Okay. Hier kann man jetzt die Leistung verändern. Am nächsten Knopf kann man dann die Farbe verändern von 2.7 bis eben 7.500. Ja, und hier kann man noch den Wert ändern und das ist sozusagen ein Grünfärbewert. Also man kann Magenta und Grün mit reinbekommen. Gib mal auf meine Hand hier oben vielleicht, also dann sieht man es vielleicht am besten. Also wie bei, ja, Moment. Wie bei Lightroom schon der, ne? Ja, also Grün, Magenta, das ist jetzt sehr überbelichtet. Shifter. Also, ja, sieht man das bisschen? Ah, jetzt wird es Magenta und jetzt gehe ich in die grüne Richtung, jetzt wird es grün. Also das ist so, also so professionell die Leuchte, dass man hier eben halt auch so ein Tint mitgeben kann. Und also Tint ist es ja eigentlich. Tint, ja. Warum jetzt Dauerlicht eigentlich? Weil das natürlich, wenn sich die Dinge nicht bewegen, viel besser ist, weil man einfach länger belichten kann. Mhm. Also erstens sieht man alles und zweitens kann man länger belichten. Ich gehe jetzt mal auf 5600 Kelvin. Ja, ich mache mal so eine... Wann bin ich denn zu hell für das Setup hier? Jetzt schon langsam, ne? Ja. Zumindest mit den... So, jetzt fahre ich das so ein bisschen schräg. Hans-Peter fragt, warum das Tuch so... Hätte man noch mal bügeln können, ja. Das ist doch jetzt völlig egal, Hans-Peter. Das ist doch nur mein Startbild. So. Und jetzt habe ich hier mal sozusagen zum Fotografieren. Ich gehe auf Blende 5.6. Ja, nicht mehr. ISO gehe ich auf 100. Und dann stelle ich die Belichtungszeit ein, die mir eben passt. In dem Fall würde ich jetzt mal behaupten, ungefähr so. Wir gehen mal näher ran. Achso, Tommy auf YouTube ist übrigens kein Ton, ne? Anscheinend. Tommy auf YouTube ist kein Ton. Achso, ja, wenn der Aux keinen Ton ausgibt. Ja. Der Auxiliary gibt aus. Der gibt voll aus. Okay. Ja. Dankeschön. Also, wir fokussieren. Und wir hätten hier schon sozusagen das erste Foto des Abends. Thilo? Ja? Ich gehe jetzt weg. Diese Top-Shots, die sind sehr empfindlich, was Wackler betrifft. Ja, wackelt immer noch. Ja. Wow, was wackelt hier?
Machst du ein Foto? Ich sehe nicht, ob es wackelt. Aber jetzt kann ich? Ja. Das ist Video. Mist. Der rote Punkt ist Video. Siehste, ich... So, jetzt habe ich... Hast du ein Foto gemacht? Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht, ja. Mach mal nochmal. Jetzt hast du ein Foto gemacht. Okay, jetzt hätten wir gerade das erste Foto gemacht. So. Das ist jetzt erstmal ein Bild, was jetzt nicht so spektakulär ist, aber wo man im Endeffekt schon sehen kann, wo die Reise hingeht und wie man im Endeffekt Topshots macht. Also die Topshots, die leben aus dem perfekten Winkel, also aus der perfekten Position. Ich fahre mal so ein bisschen nach hinten, damit es weniger vibriert. So. Die leben aus der perfekten Positionierung und ich bin übrigens immer so, dass ich gerne die Bildstile auch anpasse, aber wenn ich Produkte fotografiere, dann meistens eher weniger. Also vielleicht... Also dann eher neutral gehalten? Ja, dann sehr neutral gehalten, weil da kommt immer noch irgendwie Photoshop hinterher und da muss man es nicht überstrapazieren. Mhm. Also ich habe jetzt gerade den natürlichen Bildstil. Ich kann das auch nochmal zeigen hier. Also man geht hier im Bildstil auf natürlich. Oder CCH Photography fragt, ob wir direkt in Lightroom rein tethern. Das ist hier... Nicht der Fall. Nee, wir gehen einfach nur auf die Festplatte. Mir geht es aber darum, dass wir hier auch den Live-View wirklich sehen. Gut, wir hätten jetzt auch nur den Live-View von der Kamera nehmen können. Ist jetzt eigentlich egal, was man nimmt. Ja. Ne? Das ist so, ich finde natürlich das Bild von der Kamera direkt sehr viel besser. Aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir das Bild schöner machen. Und jetzt machen wir das wie? Eigentlich nicht durch das Motiv, sondern wie immer in der Food Photography. Über Accessoires. Ach so, okay. Unter anderem habe ich hier eine Schieferplatte. Gibt es im Bauhaus, ne? Ja. Die Schieferplatte, wie man jetzt gerade schon deutlich sehen kann, die hat schon eine viel, viel, viel geilere Textur. Also die hat schon diese Steintextur. Ich fokussiere mal drauf. Moment, jetzt. Jetzt haben wir schon so eine richtig schöne Steintextur. Mhm. Ja? Oh, guck mal, wir sind so gut ausgerichtet, dass die ganze Zeit schwankt. Jetzt kommt noch mal was hinzu. Ah, Zimt. Zimt. Wir haben das vor ein paar Tagen gekauft. Wir gehen ja nicht so häufig jetzt vor die Türe raus und einkaufen. Jetzt habe ich also ein viertes Element. Ich stelle es mir hier drunter. Das ist Zimt. Können wir gleich diese Zimt-Challenge machen. Was ist das? So ein Esslöffel Zimt essen. Du, alleine das sieht irgendwie schon ganz geil aus, oder? Ist cool, ja. Ich... Bin ich das? Bist du das oder bin ich das? Ich bin's nicht. Ja, Handy ist aus am Set. Deine Mama ruft dich gerade an. ich will noch mal eine andere Platte, Tilo. Eine andere Schieferplatte, meinst du? Ja, ich finde, die sind alle nicht sehr besonders... Nicht so texturiert genug, oder? Die sind nicht sauber. Ach so. Oder soll ich kurz einen Lappen holen? Bin doch schon da. Ja, vielleicht doch. Dann hole ich mal kurz schnell einen. Wir müssen einmal Lappen holen. Hä? Den Witz habe ich schon gebracht. So, und jetzt haben wir schon alleine ein viel, viel, viel schöneres Bild durch die Schieferstruktur. Na, das ist mir noch nicht gut genug. Moment, wir verschwinden jetzt einfach mal. Wo sind denn die regulären Schieferplatten, die der Marc geschlagen hat? Ja, bringt mal trotzdem eine. Okay, die ist jetzt sauber. So gut es geht. Ja, die ist sauber, ne? Tilo, hast du? Ich hab noch mal Lappen. Glänzt dann auch viel schöner. Das war jetzt aber halt nicht gut. Ach so, der fusselt auch. Ja. Die Idioten. Wir nehmen mal eine andere Platte. Okay. Ja, das ist... Vielleicht machen wir heute doch nur ein Set. So. Oh ja, das sind schöne Platten. Das. Nicht? So. Das hat auch eine ganz andere Textur, kann das sein? Oh ja. Ja. Jetzt habe ich den feuchten Lappen auf den Stuhl gelegt, wo ich mich jetzt draufsetze. Auch nicht klug. So, bin ich ganz drauf? Vom Zoom her meinst du? Ja. Ein bisschen musst du dann noch. Wie weit bin ich denn drauf? Okay, dann müssen wir noch ein bisschen runter, ne? Ja. Moment, ja.
Wir gehen noch ein bisschen runter. Hinten noch ein bisschen. Thilo, ich glaube, wir machen zu wenig Konversation. Das ist das immer das Problem bei Live-Shootings. Dass man muss ja auch beim Arbeiten irgendwie schlecht redet. Stimmt. Pflanzenöl. Was sagt der Chat? Tipp war gerade Öl drauf machen. Ja, nee, das leider ist das nicht unser Ziel. Aber eigentlich hätte ich erwartet, dass von dir die Frage kommt, warum nur Blende 5.6? Kommt noch nicht, aber es ist, was heißt warum? Ich bin erstaunt, dass du überhaupt abblendest. Warum? Ja, im Zweifelsfalle tun wir das ja selten. So, was heißt ich brauche hier echt den Karren, ne? Red mal weiter, Thilo. Ja, ich rede weiter. Ich guck gerade. Moment. Hier in den Chat. Han Solo, Pflanzenöl. Nein. Also Christian hat sich nämlich auch schon gefragt, warum nicht so weit zu. Ups, warte. Oh. Ja. So. Ja, dann erzähl mal, warum du nur auf 5.6 gehst und nicht auf. Weil bei einer fast 50 Megapixel großen Kamera abblenden. Ah, Christian hat es auch gefragt. Entschuldigung. Zu Beugungsunschärfen führt. Das ist kaputt. Weil Beugung im Prinzip auch vom Pixelpitch abhängt, ne? Genau. Also von der Auflösung der Kamera selber, ne? Genau. Jetzt habe ich mir hier, ich kann das ja mal hingucken, das sind so Kaffeelöffel. Hier ist noch einer. So fancy. So, was am besten jemanden. So fancy Kaffeelöffel. Fancy Kaffeelöffel. Geholt. Und jetzt muss ich mal das Ding hier drehen. Damit ich auch was sehe, während ich was mache. So. Top-Shot ist mal immer schwer mit der Ausrichtung der Kamera, ne? Hm? Also der Lagesensor der Kamera springt manchmal so auf. Dann haben wir es ja gut geschafft, oder? Eben. Das sind jetzt so Kupferlöffel, ne? Oder das sind jetzt so Kupferlöffel. Bronze. Wir müssen aber die vielleicht so ein bisschen, den einen müssen wir vielleicht höher bringen, weil der ist so... Oh, guck mal, was ist ein Pixel-Pitch? Fragt Han Solo. Hm. Also es geht quasi darum, wie viele Pixel auf einer gewissen Fläche da sind. Beim Vollformatsensor, wenn die halt 50 Megapixel hat, statt 24, dann sind mehr Pixel auf der gleichen Fläche wie bei einer 24 Megapixel Kamera. Und dann kommt es halt schneller zu Beugungsunschärfe, wenn man dann halt abblendet. Deswegen nur 5.6. Ja? Würdest du unterschreiben? Ja, sowieso. Ja, siehst du, jetzt kommen wir in so eine Beugungsdiskussion, glaube ich. Meinst du? Naja, Herr Daniel schreibt zum Beispiel, es gibt Optiken, die bei F13 richtig scharf sind. Andere bei 6.3 und 5.6. Das also, hat ja nichts mit der Optik zu tun, Daniel. Beugung ist leider etwas Physisches, was man nicht durch irgendwie besonders gutes Glas ausgleichen kann. Ja, das hat nichts mit dem Glas zu tun. Also es gibt auch keine Linsen, die bei Blende 13 bei einer 50-Megapixel-Kamera scharf sind. Das zumindest jetzt nicht so scharf wie halt mit offenerer Blende, ne? Ja, genau. Also, das geht leider nicht. Ja. Das tut mir leid. Leider nicht wegzubekommen. Das ist jetzt mein Grundbild, glaube ich. Ich muss immer so weit rüber, weil das spiegelt für mich. So. Und jetzt habe ich folgende Idee. Oh Gott. Oh Gott. Thilo, warum machst du das eigentlich nicht? Was? Ich arrangieren? Ja. Ich habe folgende Idee und zwar, au. Ich werde auf jeden Löffel was drauf machen und zwar so ein bisschen, oh, da muss ich mich jetzt konzentrieren. Ey. Okay. Ja. So. 20 Megapixel 5D Mark II, ja. Oh, verdammt. Das ist ganz schön zusammengestickt hier. Vielleicht hätte man es mit den Löffeln selber machen sollen. Ja. Ich muss so ein bisschen, du musst jetzt übernehmen, Thilo. Ja. Siehst du? Julia und Chris schreiben auch, Thilo kann doch nicht alles machen. Ah. Aber es kam nochmal die Frage, oh, Blitzlicht hatten wir doch auch schon. Was? Warum wir kein Blitzlicht benutzen. Vorsicht, Matcha ist teuer. Ehrlich? Ja. Was kostet so ein Ding? So ein Döschen. Oh, das sieht geil aus, Moment. 6, 7, 8 Euro, ja. Willst du mal ablecken? Ja. Warte, ich hab noch den Lappen hier. So. Und? Nein! Fuck! Darf man das bringen? Naja. Ja.
Geilo, 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 geilo. Okay. Links Tilo, um die jetzt. Ecke hast du noch drin, ne? Ich weiß, ich habe das ja nicht absichtlich. Ach so, okay. Also ich würde es dann nachher wegstempeln. Also das, okay. Die Idee, Moment, ich muss so ein bisschen die Kamera besser ausrichten. Okay, was meinst du mit besser ausrichten? Ja, so ein bisschen, dass die Löffel gerade runtergehen, weißt du? Ach so, ja. Ja, so, Tilo, wenn es nicht mehr, wenn es aufhört zu wackeln. Ja, dann musst du mir dann sagen. Das Foto machen. Wackelt es noch? Ja. Ja? Lass uns mal ganz kurz. Mhm. Wenn ich jetzt hingehe, wackelt es wieder. Geil? So, jetzt mache ich mal Foto. Hat gemacht. Mega. Wo hast du fokussiert? Fokussier mal auf die Mitte. Einfach draufklicken, ja. Ja, aufs warte. Grüne. Geht das so? Nein. Ja. Ja? Ja, müsste. Okay. Klick mal. Hab ich schon. So. Warte mal, ich verändere mal ganz kurz den Fokuspunkt. Ja. Display. Ja, der hat angenommen. Okay. Moment, jetzt sieht man ja alle Einstellungen in der Kamera. Wackelt's noch? Wackelt's noch? Tommy, wackelt's noch? Dann Foto. Okay, cool. Und jetzt machen wir was, was echt abgefahren ist bei der Kamera. Wir gehen in die High-Resolution-Aufnahme. Deswegen habe ich heute auch die S1R gewählt. Oh. Ich speichere mir ein normales Bild simultan mit. Also High, ganz kurz. Vielleicht muss man das kurz erklären, was High-Resolution. Bei Sony heißt es Pixel Shift. Bei Olympus heißt es. Ja. Keine Ahnung. Der Sensor, der ja stabilisiert ist, kann sich ja frei bewegen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass der Sensor eins nach links, eins nach unten, eins nach rechts und eins nach oben wieder verschoben wird. Und da werden eben verschiedene Anzahl von Fotos gemacht. Ich glaube, bei der Panasonic sind es 8. Wir können ja gleich mitzählen. Mhm. Ich mache nochmal einen 4-Sekunden-Auslöser rein. Und das hier ist Bewegungsunschärfe. Das sind zwei Modi. Sollte es im Bild in Bewegung geben. Aber wir bleiben beim Modus 1, denn der ist dafür da, dass ich im Bild im Endeffekt im Bild nichts bewegt. So, jetzt ist dieser Modus deaktiviert. Jetzt sollten wir ein bisschen mehr warten. Okay. Weil jetzt kommt dabei raus ein 200-Megapixel-Foto. Also die Auflösung vervierfacht sich im Prinzip. Ja. Ne? Du könntest übrigens ein bisschen Wow mehr sagen, weil du hast meine Idee noch gar nicht gesehen. Ich sehe es ja auch nicht. Ich lese nur mit, dass links ein bisschen Platz ist. Viel. Das ist absichtlich, ihr Banausen. Okay, dann so. Machen wir halt. Verdammt. Tilo, du hast mich immer noch nicht gelobt. Das sieht sehr schön aus. Danke. Hast du toll gemacht. Ich hätte das nicht so gut hinbekommen, glaube ich. Ich will nicht immer alles symmetrisch machen. Ich bin sonst immer so symmetrisch bei Porträts. Ich hatte eigentlich heute Bock, das mal nicht so symmetrisch zu machen. Wer hat es geschrieben? Kriegst du auf die Nase. Wer hat es geschrieben? Rauswerfen aus dem Chat. Julia und Chris. Rauswerfen. Chris. Nein, Scherz. Rauswerfen beide. Und Martin hat es auch geschrieben. Okay, Moment. Ich gehe mal mit dem Fokus auf die Spitze. Hier genau drauf, mach das Fokusfeld ein bisschen kleiner. Okay, jetzt können wir wirklich warten. Er schaltet automatisch JPEG aus und Bildstabilisator, den brauche ich jetzt ja gleich. Mhm. So. Oder noch ein bisschen warten? Ja, warte noch mal ein bisschen. Okay. jetzt schreiben alle, wow, super Martin, bravo, bravo. Wenn ich das schon nicht mache. Bitte. Ich kann ja auch nicht alles machen. Okay, so. Los geht's. Und ich hätte noch heiße Drahtnews. Okay, also für alle, die jetzt da nicht auf Draht sind. Tilo kommt aus Wipplingwerde. Das im ist Sauerland. Im Sauerland, mhm. Und ist geboren in Altena. Und dort gibt es das einzige Drahtmuseum der Welt. Europas. Und er ist da sehr stolz drauf. Das ist auch die erste Jugendherberge der Welt. Jetzt ist okay. Mensch. Gestern wolltest du die Story nicht erzählen? Nö, da wurde ich abgewürgt. Heute die ganze Zeit. Ja, hat aber irgendwie schon ganz geil funktioniert. Also, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir uns das angucken. So, ich drücke mal auf Play. Was hast du jetzt gerade gelesen? Ach so. Also es kam eine Frage im Chat, ob du zugenommen hast. Ich stehe nur die ganze Zeit am Bildrand. Übrigens, was man hier jetzt gerade sieht, deutlich,
Durch den Pixel-Shift und die höhere Auflösung wird die Tiefenschärfe geringer. Das ist auch so ein Effekt, der... Moment. Du meinst jetzt bei dem High-Res-Mode? Ja, guck mal, ich bin jetzt auf Blende 8 und es ist nicht mal der Löffel scharf. Holla, die Waldfee. Abgefahren. Da ist ja... Eigentlich müsste man High-Res-Stitching machen. Wie krass ist das denn? Witzig, wie schnell die weggeht. Also jetzt, ne, bin ich 16, achtfach. Wow. Also scharf ist es. Aber jetzt hat es auch, kann es sein, dass es jetzt auch funktioniert, wenn man... Können wir mal also ganz kurz, liebe Zuschauer, dieses Wechseln und Flackern, das ist nicht unser kaputtes Live-System, sondern diese Kamera, übrigens Panasonic haben wir da rausgefunden, ist eine der einzigen Kameras, die es überhaupt kann, gibt gerade Tethern und... okay, wo soll ich drauf fokussieren? Den Live-View über HDMI aus, ne? Ja. Damit man auch was sehen kann. Ja. Okay, dann, ich 16, das wird nicht scharf, Thilo. Never. Ne. Ne, er will nicht. Sobald das Tether drin ist, will er nicht. Okay, gut. Haben wir was gelernt. Aber immerhin haben wir jetzt unser erstes Foto, oder? Mhm. Oh, hier hängt es ja. Achso. So. Wir können ja noch mal ein paar normale machen. Du kannst noch ein bisschen fokussieren. Mal auf braun, auf rot. Schon in die Mitte rein fokussieren. In die Mitte vom. Ja. Nicht auf die Spitze. Ja. Okay. Und. Achso, ich muss eben nach unten. Ne? So. Zack. Perfekt. Machen wir mal eben auf rot. Ne? Machen wir auf rot hier. Ja. Und theoretisch könnte man jetzt auch einmal auf den Hintergrund, auf den Untergrund fokussieren und nachher sich die Dinger zusammenstitchen. Mach nochmal eins auf die Schieferplatte, am besten zwischen grün und braun. Sehr geil. Und so. Wunderbar. So, dann hätten wir das schon. Also, ich fand, ehrlich gesagt, mega erstaunlich, wie gut es funktioniert hat. Ich habe jetzt bloß noch eine Sache, die ich probieren möchte, Thilo. Ja. Thilo, hörst du mich noch? Ja. Das ist jetzt gerade eine sehr zufällige Idee. Ich sehe schon, was er holt. Ich bin gespannt, was da jetzt passieren soll. Ich habe überlegt, ich muss ja das Studio nicht putzen. Moment, so. Ganz kurz, das ist, mach mal deine Haare auseinander. Was, wie, was? Achso. Tja, kommt Druckluft. Ja, aber das ist aber ganz schön krass. Da ist auch noch so... Irgendwas Flüssiges kurz. Was meinst du, wenn ich jetzt das da, von da puste? Also, Tommy, geht das gut? Geh mal lieber auf die Kamera von oben. Also auf die wirkliche Fotokamera. Also eigentlich will ich so nach vorne das pusten, weißt du? So. Ja, okay. eigentlich dachte ich, das ist so richtig geile. Ich mach mal ein Foto. Okay, aber du verstehst meine Idee. Oh, ganz kurz, wir können gleich weitermachen. Anscheinend sind die Sachen noch unterschiedlich schwer, ne? Weil die Erdbeeren sind jetzt gar nicht geflogen. Ja, die sind auch, glaube ich, feucht. Ich bring das mal wieder weg. War eine dumme Idee. Es hätte cool sein können. Aber, Alter, das hätte richtig cool sein können, oder? Ja. Ich meine, was ich wollte, war ja einfach, dass es alles so... So wegstreamt, ja. Macht. Ja, ich glaube, dafür braucht man dann gleiches Material. Oder okay, so. Hilfst du mir aufräumen? Ja. Wir kommen zu unserer nächsten Idee. Ja, warte, jetzt hast du die Dingens mitgenommen. Das was? Ja, ich wollte eigentlich Sorten rein. Nee, tu es einfach wieder. Ja, ich wasche es ab. Lass es hier drauf liegen. Tu es komplett weg. Okay, ja gut, jetzt ist es zu spät. Wie tust du hier drauf? Ja, cool, danke. Brauchst du das Tuch noch? Na, nee, auch weg. So, ich guck mal, dass ich mich an den Chat setze, während du hier aufräumst. Ja. Normale Arbeitsverteilung. So, das wickle ich jetzt auch einfach Das Pulver klebt zu doll, ja. Dann gibt's Sauerei im Studio. Der gute Wille war da. Ja, absolut. Nehmt einen Blitz mit einer kurzen Abbrennzeit und macht einen Einfrierer. Einfrierer. Ja. Wenn die Sachen fliegen. Also, das ist wirklich abgefahren. Ja, für generell bei diesem Wackeln wäre ein Blitz... mitunter sinnvoller, aber man kann das halt auch mit sehr kleinen Lichtmengen tun. Und außerdem, wir haben hier noch ein
wir haben halt auch schönes Filmlicht, um das zu erklären. Das ist für ein Videotraining und Tutorial halt viel geiler. Sonst müssen wir die ganze Zeit hier im Endeffekt im Stockdunkeln stehen, damit diese Funzeleinschlicht vom Blitz irgendwie auch treffen würde. Ja. So, was machen wir jetzt? Moment, also die nächste Idee ist... Ich hab da mal was vorbereitet. Nee. Nein. Meine nächste Idee, ja, war Holz, ja. Ja, ja. So. Meine nächste Idee hat zu tun mit unserem Hausbäcker, der richtig geiles Brot selber backt. Und wir haben uns da was genommen, was hier nicht fotografiert wird, wird morgen dann gegessen. Und ich möchte im Endeffekt... Hast du die andere noch drauf, ne? Ja. Ich möchte im Endeffekt so einen richtig schönen Topshot machen. Ist eigentlich egal. Kann so bleiben. Nee, lass ruhig das Baum, der ist beim nächsten Set. Okay. Wir müssen den wieder hochfahren. Kommst du mal her? Dann fährst du sofort. Moment. Ist schwer. Ja. Okay. Das war dumm. Oh, das war dumm, ja. Stimmt. So. So. Wir sind also wieder ein bisschen höher. Machen hier zu und haben jetzt ein Holzbrett. Das sind übrigens so Zierholzleisten, die man im Bauhaus kauft. Und da brauchen wir dann doch wieder den, wo hast denn das Papier, den Stoff hin? Lass uns den mal unten durchziehen, damit da das Helle weg ist. Ja. Bei unserer letzten Idee... Vorsichtig ist Pulver drin. Ich weiß. Bei unserer letzten Idee hatten wir nämlich diese Platten so auseinander. Also wir haben im Endeffekt die Löcher und die Schlitze gebraucht, damit der Whisky beschienen wird, ne? Genau. Dass ein bisschen Rauch durchkommt, ne? Ja, mach einfach drauf, das passt. So. So. Gut. So, jetzt sind die Schlitze auch schwarz. Schon mal ein deutlicher Unterschied, ne? Ja. Martin fragt, ist das 2470? Ja, ist es. 2470. So, und jetzt arrangieren wir so ein richtig schönes Brotbild. Wie kann ich helfen? Ich würde ja sagen, Moment. Wir machen das... Ist die Frage, ob wir das hier drin machen, was also so ein bisschen angeschnitten. Ja, ich würde es echt so machen. Aber wir müssen ein bisschen vom Rand weg, damit wir... So, dann müssen wir das Licht gleich nochmal anders machen. Mhm. So. Brot. Und jetzt... haben wir so angeratzelte Accessoires. Es geht immer um Accessoires. Immer um Accessoires. Die Leute werden schon so panisch, weil der Akku gleich leer ist. Alles gut. Gut. Wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Das ist schon okay. Der darf leer gehen. Oh, holst du mal aus der Küche vielleicht einen... Ja. Ein zum Aufschneiden. Ein Brotmesser. Ja, ein Brotmesser. Ja. Und da haben wir hier Salz. Also mehr Salz. Sehr super kristallin. Was heißt super kristallin? Also, das ist sehr grobkörnig. Oh, hier. Also, boah, das ist ja richtig krass. Und gar nicht so salzig. Oh, Pyramidensalz. Hm. Thilo, kennst du Pyramidensalz? Muss mich noch entmuten. So, jetzt haben wir ein Messerchen und ein Brettchen. Was ist Pyramidensalz? Oh, ist das salzig. Moment. Gut, ist das Salz? Also das hier. Mal Hand ab. Sieht aus wie Pyramiden. Guck mal hier. Ach, witzig. Tatsache. Ja, boah. Ganz schön salzig, ne? Mhm. Sollen wir noch ein bisschen streuen oder nur hier rein? Ich glaube, ich würde noch ein bisschen streuen. Wohin? Nach links. Weil, stimmt das? Ne? Also wir müssen hier so ein bisschen, ne? Ja. Oh, halt. Hier? Ja. Und dann noch so vereinzelt ein paar da rumliegen. Sollen wir so ein bisschen reinstreuen? Also normalerweise bei Jobs machen das sogenannte Food Designer. Und was wir jetzt machen, ist, wir machen das nur in dilettantisch. Naja, das heißt dilettantisch. Ich finde, du machst das toll.
Alle lachen hier, haben kein Mikrofon und hören es nicht. So, jetzt müssen wir uns um das Licht kümmern. Das ist jetzt sozusagen die Szene, schöne Diagonalen, finde ich nämlich toll. Und wir fangen vielleicht erstmal an, das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler zu richten, und zwar richte ich das hinten hoch. Dann gibt es so ein bisschen mehr einen Glanz. So. Muss ich auch kurz angucken. Was ich möchte ist, meine Idee ist, dass wir. Moment mal. Ich will eigentlich einen Sommerlook, also einen Braun-Look haben. Also, das geht relativ easy, indem man den Weißabgleich verstellt. Aber man kann nicht einfach nur den Weißabgleich verstellen, sondern man muss im Endeffekt einen Gegenpol haben. Also sonst kann ich keine Kamera verstellen. Und sagen, was meinst du jetzt mit Gegenpol? Man muss einen richtig haben. Wo ist denn unser Stativ hin? Da war doch noch ein Stativ. Was ist das Stativ? Für die Tube. Ich. Ah, da, unten liegt's. Halt. Ja. Hat jemand aufgeräumt. Und deswegen brauchen wir zwei Lichtquellen. Ist das rübergekommen? Glaube ich nicht, ne? Nee, also ich bin gerade auch noch. Also Gegenpol im Sinne von ein Licht mit einer anderen Temperatur. Also natürlich könnten wir, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das Licht warm zu färben. Der Tilo stellt sich jetzt einfach mal dumm. Ja, also, man macht's warm? Man macht's warm. Okay. Ja? Jetzt ist es warm. Schwuppdiwupp, Bild ist warm und jetzt sieht's auch mehr nach Brot aus. Aber das Gleiche hätten wir natürlich auch hinbekommen, hätten wir einfach den Weißabgleich der Kamera auf warm gestellt. Ja. Und das ist genau das, was ich meine. In der Produktfotografie lebt eigentlich ein Look über eine, also eigentlich genau das, was ich jahrelang versucht habe zu vermeiden. Jetzt kommt's. Über eine Mischung, ein Weißabgleich-Mix. Und das ist natürlich auch da, wo es im Endeffekt ein bisschen ja, tricky wird, würde ich mal sagen. Also willst du jetzt wirklich also Lichttemperaturen mischen? Ich will jetzt wirklich Lichttemperaturen mischen. Okay. Und dafür nehme ich auch eine ganz besondere Lichtquelle. Und zwar eine sogenannte Tube, weil die ein ganz, ganz, ganz eigenes Licht macht. Also, Moment. Tilo, stell die doch einfach hier mal vor. Du kennst sie ja schon. Und hier. So. Strom ist da schon? Da ist die Kamera. So. Im Prinzip eine lange Röhre. Leuchtet hier hinten nicht, also sie geht nicht durchgehend, hat also eine Richtung, hier kommt der Strom dran. Und hier kann man dann wieder verschieden einstellen. Kann man dann gleich vielleicht mal besser gucken, wenn der Strom da ist. Mhm. Hat auch lustige Effekte mit für Polizeiauto und so. Ja, das lustige ist ja geil. Komm, lass das Polizeiauto machen. Ja, warte. Ah ja, siehst du, das ist immer, das verwirrt mich immer da. Dass der Strom woanders ist als der Anschalter. Ja. Ist wie es ist. Ist dann auch eher wieder aus der filmischeren Ecke, ne? Also genau. Videolicht. Gibt dann Halterungen, wie zum Beispiel. Ja. Oh, jetzt habe ich hier gerade. Oh. Schieb mal das. Na, ja. Dreh's mal bitte. Ich kann es nicht reinmachen, bis du es weggedreht hast. Nee, nach hinten drehen. So, warte. Nee, ich meine, schon herdrehen, also das soll schon herreichen. Du musst schon treffen, das Brot. Ich brauche die Lichtquelle auch gleich. Ach so, jetzt verstehe ich. Sollst aber hier wegbleiben. Ja, warte, dann muss ich hier einmal rüber. So, das wird eingeklemmt. Moment. Und jetzt ist das sozusagen unser Licht. Licht. Okay. Und das kann man jetzt wunderbar einrichten. Und zwar eben halt ganz, ganz, ganz gezielt. So, schwupp. Jetzt kommst du hier eigentlich hin oder musst du die Kamera da sehr weit verschwenken? Oh, halt, ich gehe jetzt einfach mal höher für dich. Ja, ah. Also, siehst du das jetzt? Ja, jetzt haben wir es schon gemacht. Okay, jetzt muss ich mal. Nee, guck mal, das meinte ich. Das hier einfach. Nee. Ach so. Das. Moment, ich muss hier das Netzteil mal wegmachen. Okay. Mache ich dann einfach mal da dran. Hier an die Seite. Nee, das sollte man nicht machen. Das ist jetzt dämlich. Und zwar mit H mache ich es hier oben hin. Okay. Da ist es. Guck mal kurz in den Chat währenddessen. Nicht im Weg.
Boah, da kommt man richtig in Schwitzen beim Fotografieren. Hey. Boah. Puh. So, jetzt schieben wir das hier beiseite. Also Leute, das ist echt eng hier. Es ist halt nicht, es ist halt da, wo wir arbeiten. Ne? Okay. Also, siehst du das überhaupt? Ich sehe das. Okay, jetzt geht man hier, also man hat die gleichen Einstellungen. Man kann jetzt hier das Licht heller machen oder eben dunkler. Und man kann komplett die Farbtemperatur verändern und auch mal wieder da ins extrem Wärmliche rein. Was man weiterhin machen kann, ist, man kann eine, das ist eigentlich Coolste, da ist jetzt eine Dim-Funktion drin, hier in Dim, Saturierung. Ich kann also das Licht schwächer gefärbt oder eben voll gefärbt machen. Und dann habe ich hier das Hue, das ist der komplette Farbkreis. Also ich kann hier komplett einmal am Farbkreis rumfahren, ne? Einmal rumfahren. So, und was wir jetzt hier wollen ist, man kann es über CCTV machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und gehe auf 2,7 und probiere mal dem gesamten Brot einen sehr, sehr, sehr wärmlichen Touch zu geben. Mhm. So, der von hinten kommt und der so rüberstreift. Man sollte dann wahrscheinlich das Führungslicht ein bisschen zurückfahren. Ich bin jetzt hier auf 10%. Und jetzt habe ich hier, und das ist jetzt genau das, was ich meinte, ist, die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird eigentlich erst dann sichtbar. Ja, müssen wir noch ein bisschen. Ach so, jetzt habe ich es, wenn man einen Referenzwert hat. Wenn man einen Referenzwert hat. Ja, ja, okay. Also am Salz erkennt man im Endeffekt, was echt oder was eigentlich Referenz ist. Mhm. Und dann kann man erst am Brot erkennen, ja, was hier die warme Farbe ist. Und schaut aus, als würde der Backofen strahlen. Ja, ja, schon so ein bisschen. Schön, schöner Vergleich. Ja. Ist nicht meiner, ist von Martin. Jetzt die Frage, ich würde jetzt aufs Brot fokussieren, weil es einfach ums Brot geht. Mhm. Aber wahrscheinlich würden wir ja, wenn es darum geht, die Aufnahme wirklich zu machen, ein Stacking machen, ne? Ja. Also das wäre so, ja, 25stel kann man auch aus der Hand auslösen. Vielleicht löst du mal aus. Ja. Und zack. So, ich mach noch einen. Mhm. Ja. Sehr cool. Ja, wir können auch mal gucken, was passiert, wenn wir das Licht so ein bisschen kantiger setzen. Hans-Peter fragt gerade, also bei dem Arrangement ein Inszenierungslicht? Fragezeichen. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich sind alles sozusagen fast schon Form- und Inszenierungslichter. Moment, ich muss hier reinkommen. Ich fahre jetzt mal das von vorne hin. Jetzt sieht man es halt nicht mehr. Also jetzt tut es mir leid für das Set. Weil ehrlich gesagt finde ich das jetzt fast schon schöner, wie das so rüberstreift. Weißt du, ich meine? Weil es so ein bisschen mit den Linien vom Holz auf. Genau, genau, genau. Passt dann, und jetzt, ne, würde ich den so ein bisschen mehr seitlich drehen. Also so. Mhm. Dass der vielleicht so richtig schön rüberkommt. Ja, und den machen wir. Und jetzt können wir ja mal probieren. Das ist das Interessante. Wir können jetzt mal probieren, was es bringt, wenn wir hier im Farbkreis so ein bisschen. Also da sieht man jetzt auch mal, wo das. Das war jetzt ein netter Nebeneffekt. Man sieht hier, wo das Ganze trifft. Ja, jetzt kriegen sie Hunger hier im Chat. Das ist immer ein gutes Beispiel. Brot. So, jetzt bläulich macht natürlich gar keinen Sinn bei Brot. Aber jetzt kommt Grün und nach Grün kommt dann, ja, Gott sei Dank. Das ist auch eigentlich ganz. Ist jetzt halt ein bisschen rötlicher. Jetzt sind wir bei Rot angelangt. Das jetzt hier ist so ein. Nee, ehrlich gesagt, ne? Das hier war am schönsten. Ja. Ja. So, muss ein bisschen mehr brennen lassen, dimmen. Also. Weil ich hatte eigentlich hier noch eine Idee. Mit dem Panel jetzt. Und da sieht man mal auch die Funktion von der Wabe, weil das ist jetzt ganz gleich ganz wichtig. Mit dem gehen wir jetzt mal richtig so auf Tischhöhe runter. Also siehst du, passend gefragt, Jörg. Der hat nämlich gefragt, was da gegenüber auf der Fensterseite steht.
ist auch ein LED-Panel. Nur halt mit der Wabe davor, deswegen sieht es anders aus. Genau. Und jetzt? Das ist jetzt sehr hell, ne? Ja. Okay, war auch 100%. Da gehen wir jetzt runter und bringen so ein das ist, ganz leichtes Licht. Da sieht man schon eine schöne Kante hier. Genau, von unten. Jetzt hat das Brot auch noch eine Kante bekommen. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich alles erreicht, was wir so ein bisschen wollten. So ein paar Krümelchen. Ich würde jetzt sogar vielleicht auf den Tisch fokussieren. Ich finde es fast sogar am schönsten. Oder sogar auf Salz, weil ich finde, das Salz hat irgendwie am meisten Struktur. Pyramidenstruktur. Mach mal du nochmal ein Foto. Ja. Das sieht ganz geil aus, ne? Oh, wir haben einen Löffel vergessen. Den Brotlöffel. Mach mal aus, das Licht. Aber das bringt hier nichts, das ist so hell. Nee, das... Der sieht ein bisschen jetzt einsam aus, ne? Ja. Das sieht kacke aus. Ich finde doch jetzt, zum Brot gehört nicht unbedingt ein Löffel. Sollen wir mal gucken, ob wir noch eins aufschneiden können? Ja. Ja gut, aber das ist ein anderes Brot. Müssen wir die... Haben? Achso. Müssen dann das hinten nehmen. Jetzt kriege ich wirklich Hunger. Wir essen es ja gleich. Ja, hoffe ich doch. Wie sieht das aus mit der... Ein gutes Brot. Wie sieht das aus mit der... Das sieht kacke aus. Ja, wir müssen so ein bisschen weiter... Das sieht besser aus, ne? Ja. Gut, jetzt müssen wir noch ein bisschen ranzoomen, weil ich habe hin abgeschnitten. So, wenn man jetzt das... Brot hier hinlegen, das hier hinlegen. Oh, Mädels! Also, wir haben zwei Mädels in der Küche sitzen. haben wir nicht, eigentlich doch, haben wir immer. Könnt ihr mir, das klingt komisch. Könnt ihr mir Butter da drauf machen? Aber so einmal so richtig schön gezogene Butter. Jetzt gucken wir mal, ob sie das können. Ja, ich glaube, wir haben immer nur ein bisschen Verzögerung. Ne? Sie kommen jetzt weiß. Erst in. Bring's ihnen ich entgegen. Bring's mal kurz rüber. Einmal, aber es muss ein schöner Butter. Ja. Also, ja. Es muss so wie aus der Rama-Werbung sein oder aus der Kerrygold. So ein Röllchen. So, was schreibt denn der Chat? Also, schön Bauernschinken drauf. Nur die Kelvin verstellen. Ja, aber es ist eigentlich, also ich will jetzt gleich nochmal ein anderes Bild machen, weil ich glaube, der Topshot ist hier gar nicht so das Ideale. Also jetzt, siehst du jetzt, ich dachte, wie das jetzt gerade bei der Schnittkante, ne? Wenn man die einfach von oben ja, also, hat, ist es natürlich, also, so ist halt so ein halbes Brot. Ja, das ist so ein amputierten Brot, ne? Ja, jetzt warten wir erstmal auf das Ding. So, was können wir denn noch erzählen? Also jetzt... Warum die Wabe überhaupt? Also warum also, die eine Wabe und die nicht? Das hier, also, Moment, ganz kurz. Ich würde es folgendermaßen sagen. Das hier, die leuchtet nach unten. Mhm. Ja, ich müsste eigentlich, in einem Job würde ich jetzt hier eine Gili nehmen. Aber ich glaube, wir haben die verloren, oder? Beim 2470. Kann sehr gut sein, ja. Ich glaube, beim wir haben keine mehr fürs 2470 Lumix. Aber normalerweise würde ich sie nehmen. Das Ding ist bloß, hier unten wäre die Lichtquelle so ins Objektiv leuchtend, da würde ich auf jeden Fall die Wabe nehmen. Mhm. Es geht ja hier bei der Funktion der Wabe nicht, nach dahin nicht zu gehen, sondern wenn wir das nochmal im Level, also wir können ja nochmal, in der Fotografie ist wie überall im Leben, man kann immer nochmal ein bisschen spinnen. Wenn wir das jetzt noch übertreiben würden, müssten wir hier noch im Endeffekt abgaffern. Das kann man mal hier zeigen. Tilo? Ja. Helf mir, wie immer. Also wir würden jetzt hier, vielleicht sieht man das, schieb mal ganz kurz den hier weg, damit man das sieht. Nur kurz, damit die Kamera das sieht. Einfach dahin. Achso, ja. Geht das? Bist du drauf? Also es darf kein direktes Licht, Moment, ich mach's jetzt. Es darf kein direktes Licht in die Kamera kommen. Bis mehr ziehen. Und deswegen würden wir hier wirklich spannend mit Gaffer drüber machen. Jetzt hätten wir das Licht in keinster Weise verändert, aber wir hätten kein Licht mehr hier. Also das sind so ein bisschen die Tricks. Der beste Freund des Fotografens? Genau, Gaffer. Gaffer. Ohne Gaffer. Und danach kommt sein Buddy, der Kabelbinder. Sieht dann halt natürlich nicht wieder so YouTube schön aus, ne? Wenn man alles voll gaffert.
Nee, das aber ich lasse es mal hier liegen. Aber übrigens, hier siehst du an dem Bild auch, meiner Meinung nach, astrein. Übrigens, wir arbeiten hier bei 4% jetzt von der Leistung. Also das Hauptlicht ist auf 4%. Das hier. Du siehst auch, wie schön diese Schattierungen sind, also auch die Schattenwürfe. Mhm. Und das Können ist sozusagen dann so ein bisschen das Licht überall hinzubekommen. Also das jetzt hier zum Beispiel das Salz auch ein bisschen warm gefärbt ist. Oder hier der Verlauf in dem Tuch, dass das Tuch auf der einen Seite warm ist und auf der anderen Seite eben ein bisschen kühler. Die Frage ist gerade nach Alternativen zum Licht. Wenn man jetzt nicht gerade auch noch filmen muss damit. Ja, also vielleicht kannst du mal ganz kurz auf das Falkenei gehen. Nee, einfach mit deiner Kamera rumschwenken. Wir haben ja hier auch gerade so ein Licht, also das ist auch eine schöne Sache. Das ist so ein LED-Panel, was so aus ganz vielen LEDs besteht. Ich glaube, du musst noch dunkler werden, sonst sieht man es nicht. Abblenden. Ja, so sieht man es gut. Ja, perfekt, Tommy, du bist on. So, das ist jetzt ein LED-Panel mit ganz vielen einzelnen LEDs. Da kann man auch noch ein Tuch drüber spannen. Es gibt noch Waben dazu. Das gibt es deutlich günstiger als von Letgo. Und ansonsten, danke dir, und ansonsten gilt auch noch das ganz normale Holman Godox. Ja. Also, das ist so das... Das ist wahrscheinlich... Tilo. Ja. Haben wir irgendwas im Handgriffweite, was... Ja, also das wäre jetzt sozusagen die Lösung noch ein bisschen günstiger. Das ist der Godox FV150. Also einfach LED-Dauerlicht, ne? Das ist einfach ein LED-Dauerlicht mit Bowens Bayonett. Da kann man dann hier einen Bowens Softbox dran machen und gut ist. Ja. Frag mal, wo die Mädels bleiben mit ihrer Butter. Ja. Mal sehen, ob die jetzt ein Mädels-Butterbrot haben oder ein Jungs-Butterbrot. Und ja, ich habe zugenommen. So, Chat, nochmal kurz gesagt, hier für alle, die jetzt gucken bei YouTube. Die Falcon Eyes liegen auch bei über 600 Euro. Ja, kommt auf die Größe an. Im Endeffekt, die Falcon Eyes in der Größe, das ist jetzt hier kommt 35 cm auf 35 cm, Leute, sind nicht bei 600 Euro. Also, die gibt es auch deutlich kleiner. Der Martin hat gerade gesagt, dass die bei 600 Euro liegen, aber jetzt nicht in der Größe hier. Also in der Größe, ja, kosten die richtig viel. Ansonsten gibt es die von Neuer, von Neuer gibt es schon LED. Ja. Das geht ja, muss man jetzt nicht zwangsweise auch von Falcon Eyes nehmen, es gibt ja alles in allen Preisregionen. Und was man sagen muss ist, geh mal ganz kurz auf meinen Tisch, die kam heute. Amazon hat geliefert. Die sind bei 100 Euro, glaube ich, Tilo. Oh, der Akku hält ja immer noch. Er blinkt, aber er hält. Oh, wir warnen uns jetzt, Christina. Was ist das denn? Was ist das denn? Tilo. Okay, ja. Das geht nicht. Gut, dann esse ich's. Ja, so ein bisschen, einfach so ein bisschen so die Butter einfach nur draufgelegt. So ein bisschen. Nee, das esse ich jetzt. Lass mir eins übrig. So, guck mal. Moment, jetzt müssen wir, ihr habt nur noch eine Chance. So, ich hole das mal raus hier, ne? Mhm. So. Ich hab's auch noch gar nicht gesehen. So. Einfach nur so ein paar Stücke ab und drauf. Gar nicht verstreichen. Das heißt, musst du aber was dazu sagen, weil ich weiß nicht. Gut, es wird ein Bikula. Also, das hier ist jetzt von Neuer. Das kostet, glaube ich, 100 Euro. Ja. Ist auch Bicolor. Also man sieht ja auch diese kleinen roten und gelben und orangenen Dinger. Hat hier eine Halterung drauf, so eine Kugelhalterung. Geht mit V-Mount und ist auch verstellbar. Hat hier noch so einen kleinen Diffuser davor. Das hat, glaube ich, 130 Euro gekostet. Ja, also nur als Beispiel jetzt, ne? Hast du dir jetzt geholt, das zweite? Ja. Also. Ja, siehste. Ein hässliches Bild machen wir. Du gönnst mir noch nicht mal die Butter auf dem Brot. Ja. Yeah. Ups. So. Jetzt müssen wir vielleicht nicht beide essen, direkt gleichzeitig. Wir müssen noch unsere Corona-Warnung sagen. Ach so, stimmt. Also. Also.
Das Ding ist, wir stehen hier auch relativ nah beieinander und es ist so, dass es auch keinen Unterschied machen würde, wenn wir zu Hause rumstehen würden, weil wir würden genauso stehen, wir beide. Das haben wir heute vergessen, am Anfang zu sagen. Stimmt, ne? Ja. Gerade dann, wenn wir hier... Öffentlichkeitsweiter, ja. Aber genau, so sieht's aus. Falls jemand im Impressum nachgucken möchte, wir befinden uns hier im Gotenring 21 in Köln. Mhm. Thilo, was ist deine Wohnadresse in deinem Personalausweis gemeldet? Hast du dabei? Ja, möchte ich aber nicht unbedingt zeigen. Ja, ich zeige nur hinten dran. Aber es steht da, Moment. Ne, das ist er. Hier. Ja. Das ist Thilos Personalausweis. Meine hässlichen Finger, ey, Alter. Moment, wir machen das anders. Gaffer. Ja, genau. Wo ist Gaffer? Hier hinten war Gaffer. Das war eigentlich nur ein Spaß, aber... Datenschutz und so ein Scheiß, ne? Hast du schon draufgeschaltet gehabt? Nee. Gut, Tommy. Danke. So, ganz kurz. Weiß keiner, wie groß ich bin. So, dann kriegst du nie wieder raus hier. Aber das ist jetzt... Du hast den Aufkleber nicht damit ab. Oh, nee, ich habe den extra daneben rangeklebt. Also, das hier ist, auf jeden Fall kann man es mal von der Weite aus zeigen. Ne? Thilo, zeig das mal ganz kurz so ein bisschen. Hm? Ja, das ist Thilo, ja, wie man das sieht, Thilo. Und hier jetzt die Adresse, die kann man jetzt mal in groß zeigen. Kannst du noch näher ran? Ja, seine Wohnadresse ist Gotenring 21. Und damit ist eigentlich klar, dass er hier im Haushalt lebt. Genau. Und so handhabt es sich auch mit den meisten, die hier sind. Und Marc zum Beispiel war gestern zum ersten Mal seit 15 Tagen oder 17 Tagen hier. Mhm. Wir gehen alle nicht mehr richtig vor die Türe. Ich war seit bestimmt zig Tagen nicht mehr überhaupt draußen. Und das ist jetzt die Sache, die ganz wichtig ist, hier zu sagen. Also bitte nicht denken, dass wir hier irgendwie rumturnen und uns gar nicht dran halten. Und wir machen ja hier gerade Produktfotografie, weil wir was nicht tun wollen, Thilo? Rausgehen. Und also wir wollen schon, aber... Und Menschen fotografieren. Wir probieren hier Sachen zu fotografieren, die man von zu Hause aus machen kann. Also das ist ganz wichtig. Und Christina? Das ist geil. Ja, das sieht schon mal... Das ist ein ordentliches Männerbrot. Aber es hätte geil ausgesehen ohne die... Ohne die? Ohne die Streusel hier drauf. Was hätte die? Ach so. Ja, da bin ich dran schuld. Das ist jetzt mir, das ist mir zu symmetrisch aufgebaut irgendwie. Wo? Oh. Was sagst du? Moment. Achso, ich kann ja auch hier gucken. Das ist irgendwie, jetzt stimmt es nicht mehr von der... Moment, ganz kurz. Vielleicht braucht man auch nur eins. Probieren wir es mal so. Ah ja, oder so. So ein bisschen hier reingucken, das so besser. Ja. So. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen enger. Die beiden? Nee, eben nicht. Also, dass man den oben rechts ein bisschen weniger Platz hat. Also der Akku ist echt Thema im Chat. Der Akku ist echt Thema im Chat. Also ganz kurz, Leute. Wer mit Destination Afrika Angst hat vor einem rot blinkenden Akku, der sollte am besten gar nicht hinfahren. Ja? Stimmt. Also wenn wir alle Akkus wechseln würden, sobald die anfangen, nur einen Strich zu zeigen, irgendwie so. Ja gut, außer bei einer 7R1. 7R1, ja. Da fängt man an, voll geladen und zeigt einen Strich. Zack, ISO eingestellt, 80%. So, machst du mal ein Foto? Ja. Moment, noch wackelt's? Immer noch, ne? Ja, ein bisschen. Aber gut, das ist eine 25. Also von daher. Geht der Marina? Ja. Mhm. Mach direkt eins hinterher. So, ich mache jetzt nochmal, zieh mal HDMI raus. USB-C. Und gehe dann mal in den High-Res-Shot. Start und wo fokussiert er gerade hin? Ich gehe so ein bisschen mitten rein. Oh, Tether hast du abgelinkt, ne? Ja. Okay, 30 Sekunden. Jetzt müssen wir wieder irgendwie Spaß machen. Also. Ja? Dumm, die, dumm, die, dumm, die, dumm. Zieh lieber da drauf irgendwie. Das kommt ja gleich, oder? Ich hoffe doch. Ja, und? Das war Jeopardy, ne? Und? Ja, klar war das Jeopardy. Was sagen die Leute im Chat? Männerbrot. 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 Okay. Und? Wo hat er gemacht? Noch nicht.
30 Sekunden. War das aber es schon? Blinkt auch noch. Ah, nee, ist, ja, ist der Akku. Jetzt. Jetzt hat es gemacht. Erstellen eines Hr-Bildes. Hr? Ja, steht Hr-Bildes. Hr-Bildes. Ach so, ja. Hr-Bildes. Hr-Bildes. So, wir machen es mal anders hin fokussiert. Mal in die Butter. Die Butter in die glänzt Butter. Auch langsam. Das kann nicht sein, das ist ja Kaltlicht. Aber von da kommt Warmes. Okay. Aber wir wollten es ja nochmal schräg fotografieren, ne? Mhm, stimmt, stimmt. So ein bisschen die ja. Dreidimensionalität zu kriegen, ne? Aber wir könnten jetzt auch mal ein Bierchen, also jetzt haben wir so viel Food-Fotografie gemacht, könnten wir auch mal ein Bierchen gebrauchen hier. Wenn uns jetzt jemand zuhören würde, der in das der Küche krass, an einem ja. Kühlschrank sitzen würde und uns ein Bierchen bringen würde, das wäre krass. Ein geöffnetes. Wie viel überhaupt? Vier Bierchen bringen würde. Fünf Bier für die Jungs vom Sägewerk. Fünf Bier für die Männer vom Sägewerk. Okay, wir probieren das mal. Ich möchte jetzt nicht zu viel umbauen, das heißt, so, wir machen das jetzt einfach mal. Also normalerweise würdest du den Galgen wieder... Ja, aber jetzt machen wir mal schnell ein Bild. Ja. Weil ich glaube, du hast das genauso wie ich gesehen, ne, Thilo? Bitte? Du hast das auch gerade so gesehen, ne? Naja. Oh, das könnte richtig... Batterie leer. Also echt. Aber das hat echt, lange, das hat echt lange gehalten, ne? Also, nee, im Chat bei YouTube wird gefragt, ob ihr die Laufschrift ausschalten könntet. Nee. Das ist ja der Sinn ist, also... Der ja. Sinn ist, einfach das über das Blog zu sehen. Blog, genau das Gleiche, nur mit Chat, den wir auch vernünftig sehen können. Bitte einfach in den Chat, in den Blog kommen. Thilo, das ist ja, hat ja auch einen Grund, warum wir im Endeffekt, auf einem Kanal nur streamen wollen. Ja. Weil Thilo kann einfach, was sieht schon geil aus, ne? Ich hab's noch nicht gesehen. Ah, das oh. Sieht schon... Ja. Prost. Weißt du, dass wir jeden Abend streamen und jeden Abend saufen? Wir trinken ein Bierchen. Macht uns das zum Alkoholiker? Nein. Doch. Ja, stimmt. Okay, das, wenn es jetzt hier so schmiert ein bisschen, dann weil wir ein 25. Verschluss da drin haben. Sieht richtig geil aus, ne? Aber wir müssen das Brot und das Salz ändern. Dings meinst du, oder komplett weg? Nee, einfach das hier vorne hin. Mhm. Und das so ein bisschen nach da. Und jetzt drehen wir das so auf, dass das Licht auch schön von der Seite kommt. Hm? So weiter, so sehe ich es, ja. Du kannst sogar, glaube ich, fast noch ein bisschen mehr kippen, ne? Hm? Also drehen, das Brot. Findest du? Ja. Oder ist dann schon wieder... Nee, dann ist wieder... Dann halt, wir stellen das mal hier ein bisschen auf. Wir nehmen mal hier die Brotkruste. Also so kommt jetzt wieder weniger Licht drauf, ne? Ja. Ja. War eine Schnapsidee von halt, mir. Halt. So? Ah, so ist gut, ja, mit dem Runterdingens. Ich würde es aber gar nicht so nah hier machen, ne? So. So? Noch einen Zacken wieder so, da glaube ich, da kriegt es mehr. Wir machen uns jetzt so ein kleines Türmchen. Ein Brottürmchen. Ja. Also ich würde es ein bisschen mehr beschneiden und jetzt stören mich natürlich auch extrem die Löcher im Holz. Im Holz. Also ja, weil die jetzt mal ein bisschen sind, tiefer. Ne? Bitte? Mach du mal ein bisschen tiefer. Und ja. Ja, so. Okay. So. Haben wir es nicht besser gemacht, ne? Nee. Irgendwie doch nicht. Aber warte mal. Was, wenn wir das so machen? Und richtig. Weißt du? Das ist so ein bisschen hin und her friemeln, ne? Also, das ist mega. So ein bisschen Friemelarbeit. Ja, man steht da stundenlang. Super geeignet für. Nochmal ein bisschen höher muss. Ja. Das artet echt zum Sport aus, ne? Ja. Das muss.
Du hast den zu hoch gemacht. Wen? Den hier. Ja. So. Aber das Licht von hinten rechts ist einfach geil, ne? Mhm. Ja, cool. Echt so ein bisschen Backofen-Vibes, also, ne? Ja, das hat so ein bisschen, also jetzt ist es noch mehr Inszenierungslicht, ne? Weil es jetzt noch mehr von hinten kommt. Ja. Ich finde, haben wir noch ein Tuch eigentlich? Das hier leidet so ein bisschen. Ich schau mal. Ich glaube aber nicht. Also wenn, dann finde ich es zumindest nicht schnell genug. Okay. Das ist jetzt auch ganz geil, ne? Ja. Moment. Das ist mir ein bisschen zu. Und rechts in die Ecke müsste noch ein bisschen Salz wieder. Ja, meinst du? Ja. Wo? Hier so da in die Ecke, weil das ist da. Warte, wo ist es? Wohin? Ich würde noch da rechts in die Ecke machen, dass so ein bisschen. Ja, auch nochmal ein bisschen. Ja. Genau, auch aus Brot. Ah, das sieht gut aus. Wir müssen es nur noch. Ja. Ah, siehst du, haben wir es auch geschrieben. Salz gehört auf die Butter. Ach. Ja, das ist ja mal nicht. Also, der große Fehler, den ich jetzt hier noch sehe, ist schlichtweg. Diese eine, aber die kann man mit Photoshop notfalls jetzt, also... Du meinst jetzt die helle, ja. die Lücke. Die Lücke, die ist kacke. Die ist einfach zu hell, ne? Mhm. So. Moment. So, wo drauf soll man fokussieren? Ich würde sagen auf die Butter. Aber die Butter ist eigentlich nicht wirklich... Wir müssen auf Salz fokussieren, ja. Ne? Ja. Okay, löst du aus? Ja. Und ja. Schön. Ruhig nochmal. Dann hinterher, genau. Oh, meine Hand. Dann mache ich noch eins, Moment. Ja. Zack. Ja. Da bin ich jetzt gerade rumgelaufen. Moment, jetzt bin ich am Bier. Jetzt geht's. So, okay, dann jetzt. Okay. Lass mal ganz kurz noch was probieren. Ich will das Licht ein bisschen höher machen. Ja. Stärker. Weil ich glaube. Lass uns das auch mal nochmal warm färben. So, probier mal. Mhm. Hast du jetzt gewonnen? Ja, ne? Ja, ich find's geil. Ja. Ja. Und noch eins hinterher. Ja. Hallo. Cool. Ja, gut, Hammer, oder? Hammer. So, nächstes Bild wird gesund. Och nö. So, jetzt müssen wir da aufräumen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich laufen soll. Ja. Okay, machen wir erstmal die Leuchten aus. Aus. Oder warte mal, ich baue um. Du beantwortest Fragen oder stellst mir Fragen. Okay. Weil das dann einfacher ist. Okay, schönes Salzbild, ja. So, also, Tilo, willst du jetzt das übersalzene Brot essen? Ja. Wo ist mehr dran, Salz drauf? Da. Ja. So, bei dem Bild fragt man sich doch, was ist da in Szene gesetzt, das Brot oder das Salz? Ja. Mhm. Aber Salz ist egal als Brot, oder? Mhm. Mhm. Die Kombi macht's. Mhm. Geh mal auf dieses Salz, das ist sehr geil. Mhm. Aber das ist ja auch das Schöne daran, man kann echt lange irgendwie arrangieren. Uns verbessern. Ich meine, das können wir jetzt hier nicht so, wie wir es sonst machen würden. Mhm. Weil sonst essen wir noch heute Nacht hier. Das Schöne ist ja, normalerweise würden wir nur leuchten und fotografieren. Mhm. Und irgendjemand würde uns sagen, so sieht fehlt noch Salz. Aus, genau. Ja. Ja. Mhm. Also, das ist halt der Unterschied. Oh, jetzt fällt mir gleich die Butter hier vom Brot. Heute müssen wir alles machen. Mhm. So. Wir hätten nämlich hier auch gehabt. Ein Brett. Ohne Rillen. Ohne Rillen. Wie Idioten. Nee, alles gut, ich wusste schon, aber.
Okay, jetzt müssen wir uns erstmal die Kamera wieder hinbauen. Mhm. Weil, obwohl, ich zeig's erstmal. Es wurde vorbereitet. Ich kann gerade nicht. Also, wir haben hier eine Zutat. Und zwar sind das. Erbsen. Nein, das ist. Was denn? Granatapfelkerne. Granatapfelkerne. Ja, das ist okay. Und dann wurden zwei mega geile Brote für uns gemacht. Mit ganz viel Obst. Das sieht schon ganz geil aus, ne? Aha, so. Ja, schön. Ja, er kriegt Hunger. Ja, ja. So, was wir jetzt machen werden. Wir werden das eine Brot hier hinlegen und das andere Brot dahin. Und was jetzt, also vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen erzählen, wie wir es normalerweise machen würden. Wir würden wirklich das Bild erstmal grundsätzlich ausleuchten. Mhm. Also ich will wieder einen Topshot machen. Das heißt, Kamera kommt erstmal in die Position. So, Topshot hier. So, Thilo. Ja. Voll auswarnen. Vorsicht bei der Seite. Ja, ja, ja. Ist das untere Ding auch schon raus komplett? Ich gucke. Ja. Na, ein bisschen geht noch, ja. Okay. Komplett raus. Und jetzt würden wir so ein Grundlicht geben, was einfach alles hell machen würde. Geht auch noch. Und noch nicht wirklich gesetzt wäre. Also da würde man noch nicht darauf achten, wie setzt man jetzt das Licht. Sondern da will man einfach nur dann nachher mit dem Kunden zusammen im Endeffekt maximal betrachten können. So. Jetzt rennen sie alle in die Küche. Warum denn? Weil sie Hunger kriegen. Das sieht aber auch gut aus. So. Also erstmal grundsätzliches Bild, grundsätzliche Belichtung. Ja, wir würden einfach mal das Ding anmachen, zack. Sehr hoch drehen. Und einfach mal hell machen. Ja, ein bisschen raus. So. Und jetzt wäre die aller wichtigste Sache, die wir tun müssen, dass wir im Endeffekt uns. Moment. Wir müssten im Endeffekt uns so einrichten, dass wir beim Arrangieren des Bildes den Monitor gucken können. Das heißt, dafür ist dann zum Beispiel sowas da. Mhm. Und jetzt kann man hier, sehr interessant, die Rotation eben nicht mehr auf Auto stellen. Deswegen ist es auch die ganze Zeit geswitcht. Mhm. Sondern man kann es jetzt hier fixieren. So, jetzt hätten wir unser Bild. Und jetzt würde im Endeffekt der Kunde herkommen und sagen, oh, da fehlt noch ein bisschen Deko. Also, Thilo, ja. Streuen wir hier so ein bisschen. Ein bisschen partiell hier. Diese Granatapfel. Granatapfelkerne sind das nämlich. Hin. So. Das würde das Bild schon mal deutlich besser machen. Und jetzt würde der Kunde sagen, ja, aber vom Licht her müssen wir es jetzt langsam schon ranbringen an das, was wir fotografieren wollen. Und jetzt ist immer die Frage, was wollen wir denn eigentlich fotografieren? Und zum Beispiel wäre hier natürlich auch wieder was sehr Szeniges irgendwie schön. Thilo, mach was mal. Was meinst du jetzt genau mit Szeniges? Jetzt wirst du gleich sehen. Also okay. Ja, du fragst ja, du kennst es ja, aber. Ich frag auch mit. Entschuldigung, jetzt habe ich die Frage gerade verwechselt. Ich meine, was sehr inszeniert. Machen wir das vorne Führungslicht aus. Von vorne. Moment. So, ich gehe auf 5, 6 Kelvin. Mhm. Ja. Und übrigens, das hole ich auch kurz, das hängt hier vorne an der Tafel, an der Wand. Eins der wichtigsten Tools wäre dann auch der Color Checker, den würden wir nachher reinhalten, wenn wir das Licht wirklich aufgebaut haben. Also das ist ein Tool, was wir wirklich dann nachher so auf den, also dorthin setzen, wo das war.
Ich mache es erst am Ende, weil ich das Licht oftmals noch verändere. Was meine ich jetzt mit diesem szenischen Licht? Mach mal hier das Licht aus, bitte. Das ist so, man sieht das, glaube ich, wenn ich jetzt einmal ein Foto mache. Wo fokussiere ich gerade hin? Hier unten. Ich fokussiere mal hier. Dann sieht man, wie diese... Warte, hier sieht man es ganz deutlich. Hier sieht man, wie diese Reflexe auf den Obst, sich so richtig schön schimmern. Also ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gut sieht. Komm mal du her. Ach so. Also man sieht es eigentlich, ne? Das ist so ein richtig schönes Shimmering Light. Also es ist so richtig schön. Mhm. Hier an der, da sieht man es ganz toll. Auch am Grünen, ne? Genau. Ja. So, was man jetzt im Endeffekt noch machen könnte, wäre, dass man jetzt den Raum noch ein bisschen aufhält. Und dafür kann man auch natürlich die Dinger hier benutzen. Jetzt müssen sie mal kurz irgendwie schön fahren. Moment. Also einfach an die Decke leuchten. Ja, warte. Ich will eigentlich aus der Decke kommen, aus der Position der Decke kommen, wo auch die Kamera ist. Deswegen fahre ich jetzt gerade mit dem Ding so ein bisschen hinter. So, lassen wir mal jetzt auch CCT. Mhm. Ich stelle auch genau die gleiche Farbtemperatur ein. Und siehst du, wie die Schatten hier rauskommen? Ja, gerade hier in der Mitte sieht man es, ne? Genau, in der Mitte sieht man es. Und zwar ohne die Charakteristik auf diesen Bären zu verändern. Also man hat trotzdem noch diesen Effekt durch das Licht von hinten. Genau, genau. Und kriegt einfach ein bisschen... Man kann auch gucken, ob man den Effekt ein bisschen verstärken kann, indem man in der Höhe hoch und runter fährt. Ja, das hat zum Beispiel gerade nicht geholfen, meiner Meinung nach. Nee. Ich finde so ein flacher, aber leicht dominanter Winkel von oben, finde ich am besten. Ja. So, jetzt legt man die nächste. Da würde der Kunde kommen und sagen, ja, jetzt können wir ja unsere Erdbeeren, die wir verkaufen, reinlegen. Thilo, willst du auch das? Das ist so ein bisschen... Das ist so das Tolle, das ist... Ah, und jetzt sieht man hier an der Stelle, das war jetzt schlecht gelegt. Wir müssen es schon so legen. Ich kick so eine... Also wir müssen schon so legen, dass das Licht eine Chance hat, da drüber zu kommen. Mhm. Also da drauf zu leuchten. Machen da noch eins hin. Die ist zu hell. Besser. Die ist nicht schön geschnitten. Also da gibt es tausende Ausschlusskriterien. Ausschnittskriterien, die man hier machen könnte. Ja, da ist eigentlich das Grünzeugs ganz geil, ne? Ja. So. Jetzt sieht es aus wie so ein bisschen ein Ring. Das hätte man nicht machen sollen. So ein bisschen unregelmäßiger, ne? Ja. Dann lassen wir den hier weg und setzen den. So. Vielleicht machen wir ja lieber noch irgendwie so eine, weißt du, so eine... Eine ganze? Ja, aber die darf man auch nicht. Das wird ja schwer mit den Schatten, ne? Ja, das wirft ein... Das ist vielleicht hier ein bisschen besser. Hier. Ich gucke eben in den Chat. Ja, warum immer nur die Schnittflächen nach oben, fragt Martin. Naja, weil man nie die Schnittflächen nach unten legen würde. Das wäre, also das würde ich jetzt nicht tun. Also kann man wahrscheinlich, aber vielleicht machen wir mal lieber zwei zusammen. So, als ob die so am Strauch hängen würden. Okay, machen wir die noch ein bisschen raus. Sind das Sträucher? Ja, schon, ne? Ja, das sind, sind es nicht Schattengewächse? Weiß ich nicht, also... sind Erdbeeren nicht eigentlich Nüsse oder so? Erdbeeren sind Nüsse. Doch. Nein, das sind irgendwelche, also irgendwie... Hä, das war jetzt kein Scherz, glaube ich. Und jetzt habe ich hier noch Kokosraspeln. Und Kokosraspeln geben halt auch wieder ein bisschen... Das sind doch Nüsse. Bisschen Helligkeit. Vielleicht auch ganz gezielt über ein paar dunklere Stellen, ne? Ja. Sammelnussfrüchte, schreibt Meta. Ja, siehste.
Na gut, hatten wir beide recht. Also mir ist das immer noch ein bisschen zu symmetrisch, weißt du, was ich meine? Das hat noch so ein bisschen... Ja, es sieht gerade links, genau, sieht so sehr nach Ring aus, ne? Ist besser, ne? Mm-hmm. Ja, vielleicht ist auch das Problem, dass es so ein bisschen... Ja. Jetzt sieht es aus wie zwei Striche. Ja, das stimmt. Jetzt ist wieder ein Ring. Besser, ne? Ja. Jetzt ist es aber dunkel. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir vielleicht noch ein kleines Licht setzen, was wir so ein bisschen von hier reinbringen. Lass ruhig. Oh, okay. Kann man beim nächsten Mal mitverwenden. Wir setzen das jetzt sozusagen andersrum ein. Und das ist echt das Schöne an diesen Tubes. Die sind so geil in selbst kleinste Bereiche fahrbar. Mach mal an und auch auf 5, 6 Kelvin, bitte. Wir gucken uns das mal an, ob man es noch höher oder noch schwächer. Moment. Machen wir es mal so. Boah, so sehe ich nichts. Ja. So. 5, 6? Ja. Geil. So. Bisschen heller. Mach's ein bisschen heller. Ja. Noch heller? Noch ein bisschen. Ja, ich finde es, weil, also ehrlich gesagt, ich würde sogar noch heller machen. Und lass uns hier die Wabe wegnehmen, damit die noch ein bisschen mehr streut. Weil das sind ja, es ist ja ein Sommer, also es muss insgesamt ein bisschen freundlicher werden, weißt du? Mhm. Dreh mal ein ganz klein bisschen Wärme bei dir rein, nur einen ganz kleinen Ticken. Okay, das war ein kleiner Ticken. 6000. 6000? Ja. Gut, das ist jetzt sehr hell hier an der Seite. Jetzt hat er starke Probleme hier, unser Videoman. Ich bin viel auf der Kamera. Moment, ganz kurz, ich mach mal an der. Gib mir mal die Frontkamera, dass ich die ein bisschen sehe. Also, Moment. So. Also wir müssen jetzt mal, also wir haben ja hier nicht 1000 Leute. Das, wir können hier leider nicht wirklich schneiden. So. So, Entschuldigung, Thilo, du musst einsetzen. Ja. Sieht ganz geil aus, oder? Merkt man es jetzt so dolle? Warte, ja, mal. Mach's mal an und aus. Das ist voll der krasse Unterschied. Nee, ich meine die Temperatur. Also ich finde schon, dass es freundlicher wirkt. Boah, es war heiß hier, ne? Jetzt wird's warm, ja. Sollen wir es noch ein bisschen tiefer setzen? Das Sletgo, meinst du? Ja, geht das noch ein bisschen? Minimal, glaube ich. Boah, wir biegen es ein bisschen runter, glaube ich. Oder so. Aber ja, mach nochmal tiefer. In der Mitte vielleicht noch ein bisschen, ja, genau. So. Na halt, weißt du, wo es noch tiefer geht? Fahr's wieder ein bisschen hoch. Warte. Wir setzen den Bolzen um. Moment. So. Ja, alles gut. Also du musst schon auf den Minimum setzen. Ach so. Aber wir wollen dann, wir gehen dann noch mal 3 cm gewonnen. So. Ja, ein bisschen höher kannst du wahrscheinlich fahren. So, ab geht's. Oh ja. Ja? Ja, wobei, jetzt haben wir es zu tief gesetzt. Gut, höher geht immer. Also ein bisschen, weißt du, dass das... Ja. So? Ja. Ja. Die Frage ist bloß, ob wir mit dem, ob wir da was Gutes getan haben. Mit der Nicht-Wabe. Mit der Wabe. Ich fahre die jetzt mal rein und du sagst mir, ob besser oder schlechter, ja. Thilo. Vielleicht können die Zuschauer auch mal. Eins in den Chat, wenn besser. Du bist so ein Entwickler, ey. Nein. So ist. Ja, Moment. Ah, jetzt komme ich. Moment, ich muss von hinten das reinschieben. So, Moment. Ja. So, und? Also ich finde es mit geiler, aber es wird halt dunkler dadurch, ne? Also diesen freundlichen Sommerlook hast du halt so. Ja, dann ist doch klar, was wir machen, ne? Ja. Sollen wir das Ganze vielleicht ein bisschen weiter hier rüber drehen? Hilft das so ein bisschen? Weißt du? Wenn es so von oben kommt, besser, besser, viel besser, ne? Ja.
Wow, das hat echt viel gebracht gerade. Abgefahren. Ne, so ist gut. Ja. Okay, dann lass uns erstmal das Foto machen. Wo ist die Schärfe? Die setzen wir so ein bisschen in die mittlere rein. Hier, da. Okay, mach du das Foto. Boah, ist das heiß Moment, hier. Moment, Moment. Wo ist meine Maus hin? Oben? Ja, so. Crazy. Die hellste Stelle ist die Erdbeere auf dem Brot. Was? Ja, da. Ja. Hm? Wurde gerade angemerkt, dass jetzt die Erdbeere natürlich sehr, sehr oh ja. hell ist. Oh ja, oh ja, gut also gesehen. Also müsste man wahrscheinlich so ein bisschen drehen, ne? Ja. Festgeklebt. Und dann später will das Brett 1 Zentimeter links geschoben haben. Aber warum? Ach, ich glaube, ihn stören die Schrauben. Was sind die noch? Ja. Die Schrauben kann man wegreduzieren. Wofür gibt's Photoshop, Hans-Peter? Zack, Stempel. Da kriegt man aber wirklich Hunger, oder? Ja. Das waren zu viele hier. So. Ja, wird gestempelt. Jetzt noch das Salz dazu und fertig. Machst du das Foto? Salz? Ah, jetzt. Ah. So. Ja, die Stelle stört mich wirklich. Welche Stelle? Ich probiere es mal wieder mit Druckluft. Was? Die weiße Stelle. Ach so, okay. Moment. Ich kann. Entschuldigung. Perfekt. Jetzt kannst du das Foto machen. Okay. Wir widersprechen uns gerade selber. Warum? Wird dir angemerkt, wegen Photoshop, Hans-Peter. Ich weiß, Hans-Peter, das sage ich doch absichtlich bei dir. Okay. Ich ziehe nochmal den Stecker raus hier, weil ich nochmal unbedingt den High-Res-Shot machen will. Also wirklich, Leute, das mache ich jetzt, weil es einfach mega fett Spaß macht, aber... Ist auch irgendwie so unglaublich krass am Ende. So, Tilo, wir wären jetzt eigentlich schon am Ende, ne? Ja. Oh, guck mal, waren jetzt aber auch dann... Hans-Peter schreibt LOL. Fast ja. 2 Stunden, ne? Ja. 2 Stunden Live-Fotoshooting. Das war das 5. Mal diese Woche und damit auch aus und vorbei für diese Woche. Ja. Wir haben alle ein Wochenende verdient. Genau. Wo wir ausnahmsweise mal zu Hause bleiben können. Ja, macht ja keinen Unterschied, wie man... gesehen hat. Nein. Höhenmetermäßig macht es einen Unterschied. Habe ich jetzt das Bild versaut? Das kann sein. Es war gerade jetzt, als ich hingegangen bin, erst Erstellung. Dann müssen wir es nochmal machen. Also bei diesem High-Res-Foto, da wäre übrigens Blitzlicht auch nicht machbar, weil da braucht man Man braucht einen elektronischen Verschluss und das geht natürlich nicht mit Blitzlicht. Also es gibt noch keine Blitzanlagen und keine Synchronisationen, die das mit Blitzlicht hinkriegen. Hä? Aber das hätte doch jetzt schon lange... Hast du nicht auf Start gedrückt? Jetzt. Ja, wo ist der Kuchen? Ja, der Kuchen ist schon der weg. Der Kuchen haben wir schon gegessen. Ja. Mädels, könnt ihr mal den Kuchen bringen? Damit man den wenigstens mal zeigt. Genau. Ist noch da. Oh. Dieser Stuhl bringt mich auch eines Tages noch um, glaube ich. Ja, der Kuchen. Der Kuchen auch. Der Kuchen ist geil. Der Kuchen rockt. Danke, egal was, danke. War cool inszeniert. Genau. Wir machen jetzt noch ein paar High-Risk-Shots, wann kommt's? Und wenn es noch Fragen gibt, dann bitte jetzt stellen. Also. Boah, ich schwitze mich hier gerade tot, ne? Du auch? Kannst du die anderen 4 nochmal ansehen? Ist jetzt? Schon warm, ja. Also Han Solo, was die anderen 4 was nochmal ansehen. Die Fotos, da können wir gleich nochmal durchgehen eigentlich, ne? Du kannst Bridge öffnen. An deinem Monitor, also zeig's noch nicht, Tommy. Er ist auf dem Desktop landet. Guck mal hier, das war der Kuchen, den die Sarah gebacken hat. Wir können den ja auch mal sozusagen hinstellen. So, hier wird's sichtbar, ne? Oder? Oh, ich darf nicht. Und zack, da liegt er. Ach, wo ist meine Maus wieder hin? Ah. Ja. Also, hier.
tue ich mal dahin. Was hast du denn für eine seltsame Ansicht? Oh nein, wir hatten noch hier Minze. Oh nein. Verdammt, wir müssen es nochmal machen, kurzes Bild. Thilo, helf mir. Ja, ich... Wir haben die Minze vergessen. Das wären doch die grünen... Die grünen Kicker. Boah, das sind alle Blätter kaputt hier. Also das Problem ist auch teilweise für Fotos dann die entsprechende... Die entsprechenden... Oh, riecht gut. Boah, ja, krass, ne? Die entsprechenden Sachen überhaupt zu bekommen, dass man das fotografieren kann. Weil oftmals die Nahrung selber halt einfach wie Nahrung aussieht und nicht wie Fotonahrung. Ja, Klassiker ist der Big Mac, ne? Ja. Und übrigens, nein, wir sind keine Foodstylisten. Hat man sicherlich heute definitiv Abend gemerkt. Definitiv nicht, ja. Aber wir mögen Lichtsetzung. Ups. Das sieht doch mal irgendwie ganz geil aus, ne? Du musst die aufknicken, immer so blöde. Ja, ja. Boah, das riecht. Alter. Voll geil, ne? Das ist schon krass. Boah. Marokkanische Minze. Okay, Tilo. Warte. Ja, so. Aus dem Bild. Der war zu viel bestimmt. So, Leute. Gibt's noch Fragen? Wollte ich gerade gucken. Ich habe gerade mit deiner Bridge-Ansicht gekämpft. Ach so. Ja, wir posten die Bilder morgen im Käsekuchen mit Bier passt immer. Kuchen ist toll. Achso, könnt ihr eure eingesetzten LEDs nochmal nennen? Marken und Typ. Also, das ist keine Spielerei, das haben wir zum Arbeiten. Damit arbeiten wir was Tag ein, Tag aus. Tubes und Panels sind von Letgo. Gibt es in etwas günstiger Form von Nanlite. Mhm. Die Firma heißt Nanyang. Das ist die etwas weniger kostenintensive Variante der gleichen Firma. Also Nanlite und Letgo sind ein und dasselbe. Eben die Premium-Variante und die etwas erträglichere vom Preis. Ja, man kann halt richtig krasse Sachen machen. Lass uns noch mal kurz ein bisschen spielen. Oh, hier, genau, Dingsbums. Also ja, ganz kurz, ich mach mal hier Copcar rein. Copcar. Mach mal alle anderen aus. Ja. Special Effects. Moment, ach, siehste. Das. Zack, Copcar. Moment, so. Oh, ho, ho. Also das ist BW, also Blue und White und Double. Und jetzt kann ich auch Rot-Blau in Double machen oder in Quad. Boah, was denken sich die Nachbarn jetzt? Oder Double oder Single halt. Das ist mal ganz geil, oder? Boah, das ballert gut, ey. Okay, ganz kurz. Aber lass uns mal hier, mach mal die anderen an. Ja, ich sehe nichts. Und wir machen mal beim einen Rot. So. Mach mal du deinen mit Letgo, also ja. Das Panel. Ja, wobei, das bringt nichts. Du machst den unteren blau. Was? Oh, den hier blau. So. Das bringt dir nichts an der Decke, dann wird dir alles eingefärbt. Ja. Gel. Würdet ihr sagen, dass man immer drei Lichtquellen benutzen sollte? Nö, bei dieser nicht per Art? Se. Nö, nicht per se. Also man kann auch, also vieles von Foto, von Essensfotografie macht man mit einer Lichtquelle. Mit Aufhellung, also... Also jetzt im Prinzip, wie die hier halt frontal kommt, also von oben, ne? Genau. Ja. Oh, guck mal hier. Wenn das nicht ein geiles... Oh, jetzt mach ich... Ein High-Res. High-Res. So. Nein, abbrechen. Aus. Ach so, wolltet ihr noch die Farbkarte benutzen? Ja, also ja. Würden wir im Normalfall dann machen, wenn es jetzt... Ja, braucht man nicht, wenn es jetzt kein Kunde dahinter steht. Genau. Also wenn irgendwer morgen schreibt, ob er es farbverschoben, ist nicht farbneutral. Ups. Ja. Juckt uns nicht die Bohne. Geben wir nichts drauf. Aber ich kann ja noch mal zeigen, ganz kurz, wir machen mal den hier aus, wie man es vielleicht mit einer Lichtquelle machen könnte. Thilo, hinter dir ist eine... ich gebe dir hier auf CCD. Hinter mir was? Hinter dir ist die Styroporplatte. Ah, ja. Also, man hätte jetzt zum Beispiel ein Hauptlicht, was man bringen würde, mhm. Und hätte dann im Endeffekt eine Styroporplatte. Ja, Moment, mache ich wieder an. Ich muss Tether machen. Und so würde man auch extrem viel fotografieren können. Also das ist jetzt wirklich... Ja. Also das ist jetzt so... Gut, machen wir mal
ich mache jetzt mal, damit ich nicht die ganze Zeit ISO 400 ist bei der Kamera auch ein Witz. Also so könnte man auch im Endeffekt fotografieren. Man müsste halt immer auf solche Spiegelungen achtet man extremst. Da hat, wer auch immer das gesagt hat im Chat, wirklich gutes Auge. Mhm. Man kann die auch ein bisschen mehr von unten kommen lassen. Auch dann hat man halt ein bisschen mehr Reflexion. Das Ganze ein bisschen nach oben leiten, damit mehr Licht auch auf die Styroporfläche kommt. Und so hätte man auch mit einer Lichtquelle. Also ja, Tilo, das könnte man vielleicht mal nebeneinander zeigen, das Bild. Neben dem, also was jetzt besser ausgeleuchtet ist, das ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Wobei, wir haben zu viel Minze jetzt genommen. So, wo sind sie jetzt hin? Da musst du okay, mal kurz dann mach gucken, glaube ich. Ach, hat er wieder... Das mache ich ab. Moment, Einstellungen, Desktop, Torte. Hier bei Torte sind es. Ah, drin. Okay. Moment, wir öffnen kurz in der Bridge, durchsuchen. Das dauert jetzt schon ordentlich, weil da sind jetzt die ganzen RAWs drin mit, also er überträgt dann schon die... Musst du nach oben schieben, ne? Sonst... Ach, den Inhalt? Ne, auf den oberen Bildschirm, meine ich. Ja, ich warte erstmal, dass ich die... Ja. Dass ich die RAWs rausbekomme. Das dauert jetzt ein bisschen, der muss jetzt irgendwie 200 Tortenbilder noch... Moment. Torte. Also, wir schieben mal... Nach oben. Ja. Bin ich jetzt oben? Ja. Ja. Ja, doch, genau. Also. Torte, Torte, Torte. 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 Ah, Butter. Butter. Brot. Brot. Okay, nehmen wir mal hier ein JPEG. Ein JPEG. Und jetzt muss ich mir aber sagen. Nee, also weiter oben ist ja das... Ach so, mit den dreien, ja. Er reagiert gerade ein bisschen träge. Mhm. Ich glaube, das war es hier noch, ne? Mit dreien, meinst du? Ja, ah, das ist kein RAW, das ist kein JPEG. So, das war jetzt die... Das war jetzt der Unterschied zwischen... Also man merkt schon, dass links viel knackiger ausgeleuchtet aussieht. Das ist schon besser. Also die ganze Brillanz, die ist links drin. Rechts ist halt klassisch ein Licht plus Aufhellung. Also Reflexe plus eine Diffusität. Also das ist, also oder? Ein bisschen oder? Flacher wird's, ne? Findest du schon, oder? Ja, ja. Also ich finde, man sieht's auch relativ. Obwohl das sogar näher dran ist, also obwohl ich da so ein bisschen gezoomt habe. Mhm. Ich finde, man sieht deutlich, dass wir hier mehr Ausrüstung, mehr Aufwand betrieben haben. Ja. Gut, funktionieren tut es aber natürlich trotzdem. Wenn wir jetzt gerade bei der Sache schon sind, dann können wir mal hier eins, Moment, unser schönes, machen wir das am Ende hier, JPEG und JPEG. Aha. Tilo? Das war doch ein produktiver Abend. So. Also, ich hoffe, dieses kostenlose Live-Webinar hat gefallen. Ich freue mich, dass so viele zugeschaut haben. Tilo, ich danke ganz besonders dir, dass du deinen fünften Abend in Folge mit so ein paar Idioten verbringst. Ich stoße auch erstmal auf dein Wohl an. Das trifft sich jetzt schlecht, weil meins ist leer. Ich stoße auch auf euer Wohl an, aber aus Social Distancing Entfernung. Also wir sind auch nicht so rüber. So. Denn natürlich stehen auch Leute hinter der Kamera, nicht nur davor. Und dann müssen wir noch eine Person ganz besonders nennen. Eigentlich zwei. Und zwar, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass wir beide Idioten das essen, den Kuchen und die Sachen nicht vorbereitet und so hinbekommen haben. Das heißt also Christina und Sarah, die gerade in unserer Küche auf uns warten. Und das klingt jetzt auch schon wieder sehr assi, ne? Ob die schon das Essen warm... Nein. Danke an euch, ihr seid Schätze und wenn ich ja, eine so schwierige Corona-Zeit durchleben möchte, im guten Ring 21, dann mit solchen Pappnasen wie dem und solchen bezaubernden Menschen wie euch und so produktiven Leuten wie euch. Also, an dieser Stelle danke, stay at home und over and out. So, Schluss. Genau. So, muss ich mir noch ein Bierchen holen, glaube ich.